Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Remastered. Bewertet den Part und viel Spaß! Schleudere Kreaturen und Objekte mit einem Energiestrahl zurück. Macht das Ziel wütend und lässt jemand anderen... Achso. Ich glaube, ich nehme Winterblast. Anstatt erstmal... im Bankler, lagern. Dann kaufe ich mir noch einen Plasmid-Slot. Ich will nicht Telekinese da haben, aber egal, das mache ich gleich. Ah ne, dafür muss ich nur... Ne, das kann ich da vorne... Ne, doch, das kann ich da vorne machen. Sonic Boom. Könnte ich mir auch gönnen, dann könnte ich mir noch hier... das hier gönnen eigentlich, oder? Ich könnte jetzt auch erstmal sparen. Ne, ich spare jetzt erstmal. Oh, schön. Erstmal schön zwei neue Plasmid-Slots. Das ist natürlich sehr geil. Telekinese bitte austauschen gegen Winterblast. Ja, und dann lasse ich... Nee, dann lasse ich, glaube ich, Elektrobolt drin. So haben wir, glaube ich, eine ganz gute... Combo, keine Ahnung. Ist gestartet und ich bin auf 5-6 verschiedenen Servern, wo größtenteils dauerhaft geschrieben. Bis auf deinen Server. Ach so. Ja. Gut, ich habe auch mehrere Server. Ich habe die Serverbenachrichtigungen etc. auch ausgestellt. Aber den Rest habe ich halt an, weißt du? So, wenn man mir normal eine Nachricht schreibt, das habe ich zum Beispiel noch angelassen. Und ja. Ah, ich nutze mal Verbandkasten. Ja, deswegen. Ich habe halt Discord auch die ganze Zeit eigentlich offen. Also wirklich hier so bei meinem Bildschirm halt stehen, außer wenn ich streame. Weil dann habe ich da den Chat und so. Und mein Stream. Aber ja, gut. Okay. Der Stoat. Oh, da will ich jetzt mal eben... Komm her. Bam. Geil. Geil. Oh, das ist cool. Das finde ich mega witzig. Oh, schön. So, was haben wir hier noch so? Haben wir hier noch irgendwas Geheimes oder so? Ich sehe gerade nichts. Dahinter könnte ich... Kann ich da lang? Ja. Oh, hier muss ich sogar lang. Okay, dann will ich erstmal nach unten. Erstmal das hier mitnehmen. Nee, das habe ich da nicht, weil mich immer Randoms anschreiben und mich was fragen wollen. Und das wird langsam nervig. Ich glaube, du kannst einstellen, dass nur Freunde dich anschreiben können. Also die du in der Freundesliste auch hast. Ich glaube, das kann man einstellen. Ach komm, lass mich das kaputt machen. Komm. Okay. Kiste durchsuchen. Hat hier nicht gerade was glitzert? Ne, es ist hier. Hier irgendwie der Schatten oder so. Was ist denn hier los? Okay, ich brauche wieder... Oh, ich kann auch hacken. Alles klar, geil. Und da unten fängt es an. Dann gehe ich jetzt mal nach hier. Einmal nach dort. Was habe ich da? Da habe ich so einen. Okay, scheiße. Dann brauche ich den. Oh, bitte, lass noch so einen geben. Ja, okay. So und so. Nice. Alles klar, dann brauchte ich den... Oh, schön, dann brauche ich den Tür-Dings nicht. Was haben wir hier? Erstmal abhören. Timmy, Mr. Ryan hat mich persönlich darum gebeten, dir das hier mitzuteilen. Wenn du uns Fontaine und seine ganze lausige Bande lieferst, dann kannst du dir im Fighting McDonald's weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Aber wenn du hier den sturen Esel spielst, werden wir dich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm eine Kostprobe, Patrick. Alter! Hast du deine Meinung geändert? Timmy,
Willst du mir jetzt was erzählen? Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Alles klar, Alter. Wo kommst du denn her? Okay. Oh, da unten war was. Muni, schön. Ist da noch was? Kiste durchsuchen, alles klar. Ich will mal eben mir das Telekinese-Plasmid holen. Und okay, Flo, du bist auf dem meisten Moderator. Ja gut, dann ist es halt ein bisschen problematisch, hast du schon recht. Aber gut. Das war hier, kann ich das austauschen, ne? Genau. Einmal das Telekinese ist auch ganz praktisch. Ich glaube, ich nehme das. Obwohl Feuer ist halt auch praktisch. Oh, ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Ich brauche noch einen Slot. Einmal kurz Telekinese. Ich tausche es gleich wieder aus, glaube ich. Dann gehe ich auch nochmal zurück. War ich da unten schon? Ich weiß nicht. Jetzt kann ich ja. Oh, scheiße. So. Kann ich das nämlich alles so holen? Und unten war ja auch noch so ein Gitter, wo ich das jetzt, sag ich mal, nutzen konnte. Hier war das. Ist mir gerade eben so aufgefallen, weil. Habe ich hier gerade schon wieder wen gehört? Ja, da oben. Ach, meine Güte. Hä? Ist das zu weit weg? Muss ich das von oben irgendwie holen oder so? Da hinten nicht noch eine EVG, also Evel-Spritze. Oder kann ich die Gitter auch irgendwie anders noch kaputt machen oder so? Mama will dich in den Arm nehmen. Ja, wieso kann ich das nicht nutzen? Oh. Hey Mary, warum machst du so ein trauriges Gesicht? Okay, wie komme ich da jetzt unten hin? Moment, ich konnte da ja irgendwie runterspringen, ne? Aber das will ich jetzt wissen. Hier konnte ich runterspringen. Ne, das geht nicht. Wie? Oh, eine Kamera! Ist das denn ernst? Okay, dann vergamp ich mich jetzt hier in die Ecke und warte. Einfach warte. Ist weg. Nimm die Schrot. Ist, glaube ich, besser. Oh, dass ich die Kamera nicht rechtzeitig gesehen habe, ey. Komm schon. Nicht mehr lange. Safe die letzte Drohne, oder? Ja, jetzt kommt. Okay. Oh Mann, ey. Kann ich auch nichts mehr durchsuchen, ne? Nee. Mann, das ist natürlich jetzt dumm gewesen. Keine Kamera, keine Kamera. Perfekter Sicherheitsbot. Maschinengewehr. Joa. Würde ich mal sagen, hacken wir den. Damit er auf unserer Seite ist. So, hier runter. Hier runter, das packe ich mal dahin, das schon mal dahin. Dann den da. So. Zack, abschließen. Ah, schön. Reaktivieren. Jetzt habe ich wieder einen Sicherheitsbot bei mir. Ich muss mal gucken. Wir haben eine Little Sister schon, das war die zweite, die wir bekommen haben. Ah ne, okay, wir haben eine Little Sister, drei gibt es insgesamt, okay.
Die Kommentare des Regisseurs müssen wir auch noch finden. Das dürfen wir nicht vergessen. Die gibt es auch noch. Aber eigentlich... Moment. Ich kann ja... Wenn ich hier hinten war, kann ich doch von hier aus safe. Mit der Telekinese die Sachen da hinten holen, oder? Ja, okay. Kann ich. Alles klar. Da ist noch was? Noch was? Nee. Blitzt oder nicht? Schade. Okay, gut. Ach, meine Güte. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter, ne? Erstmal noch den Verkaufsautomaten hier hacken. Dann den dahin. Brauche ich ein paar seitliche, bitte. Da. Da. Noch einer. Noch einer und noch einer. Alles klar, nice. Verkaufsobjekt. Ich habe kein Geld. Ja gut, dann hat sich das schon mal erledigt. Moin, guten Morgen. Guten Morgen, Eli. Morgen. Hallo, Eli, wie geht's dir? Alles fit? Ich hoffe, ja. Okay, wenn wir... Ein Erste-Hilfe-Dings. Alkohol. Alkohol immer schön mittrinken. Mitnehmen und trinken. Kann ich hier... Schade. Achso, anklopfen! Echt jetzt? Alter, anklopfen? Okay. Jo, pass. Ich hab gekackt. Oh, schön. Wie war? Hallo. Atlas hat mir schon gesagt, dass du gerne eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Wieso? Oh, lol! Ich will das Eisbärsmiet nutzen. Nicht das Feuer, scheiße. Als ob die sich an die Decke hängen kann! Okay, dann nehme ich das Feuer plus Miet. Wo ist sie hin? Den schaffst du nicht. Sieh mal auf den Förderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Und denk daran, mein Freund, wenn sie auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Hui! Granatenwerfer! Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Hype Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan, Herrgott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Hui! Okay, das Kacken war gut, Eli, okay. Allerdings ein wenig schmerzhaft. Hashtag nie wieder Knast. Alles klar. Okay, erstmal looten. Okay. Voila. Alles klar. Müssen wir jetzt eigentlich... Nein, wir müssen hier gar nicht lang. Okay. Ich dachte, wir müssen hier lang. Lass mal heilen. Dip, 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 dip. Ich glaube, er ist ganz in Ordnung. Er wird
sicher warten, bis er hat, was er von dir will, bevor er dir den Bauch aufschlitzt. Sicher? Oh, okay. Jetzt könnte ich hier lang. Alles klar. Dein Ernst? Oh, das hat irgendwer aufgemacht. Okay. Alles klar. Oh, der ist tot. Oh, ich liebe meine kleine Drohne. Die ist so lieb. Die hilft mir die ganze Zeit so schön. Ah. Was habe ich da gerade gehört? Was habe ich da gerade für ein Viech? Hallo? Ist hier wer? Hallo? Sehe ich da unten was? Nein. Okay. Hallo? Irgendwer hier? Hallo? Nur, dass ich eine Drohne dabei habe. Hallo? Kontaktminen. Habe ich jetzt mehr Schuss? Nee. Oh. Pistolenmuni. Dollar, Pistolenmuni. Okay, ich habe jetzt Kontaktminen und Splittergranaten. Als er neulich einen Lastkahn entladen hat, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hatte er sie noch. Was ist das? Hast du mich gerade angegriffen, während ich mir dieses Band angehört habe, du Arsch? So, wir retten jetzt erstmal die Little Sister. Nein. Stimmt, Flo. Hast recht. Scheiße. Danke. Hast recht. Danke. Das habe ich gerade voll vergessen, Alter. Das habe ich gerade wirklich voll vergessen. Au! Digga, hör auf die Granaten! Das sind ja... Alter. Masha, Liebling. Wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinten, du wirst gebraucht, um Rapture zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das hier liest, komm zu uns in Zweiting McDonald's, Zimmer Nummer 7. Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533. Wir vermissen dich, geliebtes Kind. 7533. War das jetzt für... Unten? So Leute, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.